nicht so zögerlich, Marion. Ich will wieder ein Drache werden. Ich habe es satt, dass ich mich in einen Hamster verwandle, sobald ich gereizt werde. Mhm. Aparo Dragonus Extabilis. Wow! Marion, du hast es geschafft. Oh, ich bin froh, ein Drache zu sein. War so schnell? Was für ein mieser Zauberspruch. Ja! Mürrischer Drache und zufriedener Hamster? Marion, ich glaube, du hast den Zauberspruch umgedreht. Oh, soll ich es nochmal versuchen? Also, wenn das so ist, dann bleibe ich eben schlecht gelaunt. Ich werde meine Flügel ein wenig ausstrecken. Ein mürrischer Drache? Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Oh. König Richard, ihr schuldet mir dieses Land. Mit welchem Recht wollt ihr es mir also verweigern? Baron Fitzwalter, dieses Land wurde eurem Vater zum Ackerbau überlassen. Jetzt wollt ihr es als Truppenübungsplatz nutzen. Das ist inakzeptabel. Tut mir leid. Ich lasse mir doch keine Vorschriften von einem unerfahrenen, verblendeten Friedensfanatiker machen. Von meinem Bruder werdet ihr nie recht bekommen, Baron Fitzwalter. Aber wenn ich König wäre, könnte man darüber verhandeln. Hm. Oh. Ja. Was für ein Spaß! Oh, ich könnte schreien vor Wut! Ein Drache? Wachen! Fangt diesen Drachen ein! Werft Netze aus! Dörke ist den ganzen Tag nicht ins Versteck zurückgekehrt. Habt ihr ihn irgendwo gesehen? Ich könnte ihn mit einem Zauber finden. Ein Drache! Lass das Fallgitter runter! Oh, Fitzwalter hat einen richtigen Drachen gefangen. Oh nein! Richard, ihr werdet mir nicht nur eure Ländereien überlassen, sondern auch die Krone und das Schloss. Denn sonst lege ich hier alles in Schutt und Asche. Aber was soll denn das, Baron? Lasst uns reden. Attacke! Wachen, zu mir! Widerstand ist zwecklos. Es ist vorbei. Oh. Richard, halte deine Armee auf, oder ich grille Prinz John wie ein Hühnchen. Nein! Leg die Waffen nieder. Und zwar alle. Wir haben gewonnen, Baron. Gebt mir die Krone und lasst uns über eure Bedingungen sprechen. John. Was soll denn das? Ich werde die Situation mal zusammenfassen. Ich bin der neue König. Was? Prinz John ist meine Geisel. Aber so war das nicht vereinbart. Und die Prinzessin auch. Ihr zwei da werdet in meinen Dienst treten. Ich habe gehört, ihr könnt gut kochen. Richard und alle anderen. In den Kerker oder ins Exil.
ich den Drachen befreie, können wir das Schloss zurückerobern. Aber wie? Ich befreie ihn heute Abend, dann greifen wir an. Sei vorsichtig, Robin. Robin, es ist alles meine Schuld. Ach komm, jetzt beruhige dich, Dörke. Ich breche das Schloss auf. Dann bist du frei und kannst alles wieder gut machen. Es gibt kein Schloss. Die Kette ist zusammengeschmiedet. Meine Flügel tun weh, mein Rücken tut weh. Es ist furchtbar. Dörke! Vertrau mir, Dörke. Ich bin bald zurück. Robin! Psst, sei leise. Fitzwalters Wachen stehen vor meiner Tür. Die Kette lässt sich nicht abmachen. Die einzige Möglichkeit ist, dass er sich wieder in einen Hamster verwandelt. Ganz genau. Aber das wird ziemlich schwierig werden, weil er so wütend ist. Wir müssen es schaffen, dass er sich entspannt. Oder ihn zum Lachen bringen. Ja! Ihr habt mich gerade auf eine sehr gute Idee gebracht. Hm? Robin! Ist es gelungen? Leider nicht, mein König. Aber es ist noch nicht alles verloren. Ich brauche nur... Waffen? Soldaten? Akrobaten. Wir haben von eurem Sieg gehört und sind gekommen, um euch zu ehren, eine Show zu veranstalten, Hoheit. Diese Truppe ist im Königreich sehr bekannt. Ihre Show ist äußerst unterhaltsam. Führt sie herein. O mächtiger König und Drachenbändiger, öffnet eure Augen und macht euch gefasst auf eine gewaltige Überraschung! Diese Show ist für dich, Dörke. Los, schenkt ihnen einen großen Applaus! Die verfluchte Kette, das tut weh! Großartige Possenreißer! Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Show, die Riesenpyramide. Oh. Tada! Sie fallen um, gleich fallen sie um. Tada! Das ist Robin Hood. Wo ist mein Drache? Er ist verschwunden. Baron Fitzwalter, wir können diesen Kampf vermeiden. Achtung! Verlasst auf der Stelle mein Schloss und wir sprechen in Ruhe über euer Land. Verlasst auf der Stelle mein Schloss, Richard. Oder euer Bruder wird dafür bezahlen. Dörke, ich glaube, es ist an der Zeit, sich aufzuregen. Jetzt sind nur noch wir übrig. Hilfe! Ich gebe euch euer Land zurück. Ich überlasse euch das Schloss und auch alles andere, was ihr wollt. Aber
Beschützt mich bitte vor diesem Drachen! Eine weise Entscheidung, Baron. Lang lebe König Richard! Mein lieber Bruder, fast hätte ich es geglaubt. All das, damit du den Baron besser im Auge behalten konntest. Einfach brillant. Findest du auch, ich sollte meinen Zauber zurücknehmen, Dirke? Ja, ja. Ich kann nicht riskieren, meine Flügel zu verlieren, sobald ich glücklich bin. Spellium Annulatio! Weißt du, so gefällst du mir besser, mein kleiner Dirke.